Guten Tag, mein Name ist Baumann, ich bin vom Beruf Lehrer, ich lebe in Berlin und heute möchte ich mal die Frage beantworten, was will denn der Baumann überhaupt? Wie komme ich auf so eine Fragestellung? Als ich am 7. Oktober vor Gericht stand und dachte, jetzt fängt meine Verhandlung an und dann die Richterin den Stick nicht lesen konnte mit den Videos, den Belastenden, die den Baumann zu einem Straftäter machen sollen, da sagte sie dann so ganz nebenbei, ja, was wollen Sie denn überhaupt? Ja, wie, was, habe ich gedacht. Was ist denn das für eine Frage? Ich habe doch so um die 500 Videos auf verschiedensten Kanälen verteilt und ich habe das schon ganz oft gesagt, was ich möchte oder vielleicht doch nicht. Oder habe ich einfach nur Fakten von mir gegeben, wie das ein Lehrer eben so tut? Und ja, wenn dem so wäre, dann wäre doch alles in Ordnung, nicht wahr? Die Fakten sind auch inzwischen alle überprüft und die waren doch alle inzwischen okay, oder? Nun gut, also Sie merken schon, dieses Video, das wird ein bisschen länger und ich möchte jetzt hier einfach mal frei rausreden, so was mir gerade auf der Seele drückt, was mir gerade so aus dem Herzen spricht. All das soll in dieses Video hinein. Ich nehme mir jetzt also Zeit. Und wer keine Zeit hat, der macht das jetzt am besten einfach aus. Denn manche Leute bezeichnen das auch unfreundlicherweise einfach als Schwurbelei, was andere Menschen so denken und von sich geben. Ich habe nie den Anspruch gehabt, andere Leute voll zu schwurbeln. Ja? Die Leute, die mir zuhören, die mögen mir zuhören. Und wer das nicht mag, der muss dieses Video auch wirklich nicht sehen. Der macht das einfach aus und hinterlässt auch natürlich keine unfreundlichen Kommentare hier. Vielleicht mal einen Daumen nach unten, wenn er denn möchte. Aber so funktioniert nun mal das, was wir als Gemeinschaft bezeichnen. Nicht jeder muss der gleichen Meinung sein, die die Regierung vielleicht vorgibt oder der Vorgesetzte oder die Eltern oder die Geschwister oder wer auch immer. Es gibt viele Meinungen und auch ich habe eine. Und wenn mich jetzt jemand fragt, was ich denn will, dann ist das die oberste Maxime in meinem Leben erstmal, dass man mir vielleicht nicht zuhört, aber mich zumindest reden lässt. Ja, so. Wenn ich zuhören möchte, der kann ja gehen. So. Und wer dann meint, dass das, was ich sage, etwas ist, was ihn stört, der darf mich auf keinen Fall davon abhalten, diese Meinung anderen Menschen zu sagen, die er nicht kennt, die er auch nicht zu beschützen hat und so weiter und so fort. Ja? Also sonst müsste ich die ja vor jedem Staubsaugervertreter schützen, vor jedem Versicherungsmakler, vor jedem, der sie in Schulden stürzen möchte oder der ja, irgendwelche Übergriffigkeiten vorhat, irgendwelche Art. Ja? Also ich kann aber nicht erkennen, dass die Gesellschaft so etwas tut. Und warum man dann ausgerechnet mir verbieten möchte, das zu sagen, was ich gerade zu sagen habe, das ist mir völlig unverständlich. Ja, und da gibt es viel aufzuarbeiten in dieser Gesellschaft, weil ich bin ja nicht der Einzige, dem man das Wort verbieten möchte. Da gibt es viele tolle Begriffe dafür. Ich werde mich bemühen, in diesem Video keinen einzigen davon zu verwenden. Dafür sind andere Videos da, ja, in denen andere schlaue Leute darüber berichten, wie sie das sehen. Ja, und ich sehe das so, wie ich das in diesem Video sage. Ich darf sagen, was ich will. Solange es nicht gegen unsere Gesetze verstößt. Aber das habe ich auch nie. Ja, so, also ich bin mein Leben lang berufstätig gewesen. Ich habe mein Leben lang gesagt, was ich wollte. Ich war mein Leben lang auch meistens Opposition.
Also nie der Meinung der Regierung, weil egal welche Regierung dran war, die hatte immer noch ihre Defizite und ich habe den Finger in die Wunde gelegt und einfach gesagt, guck mal, hierhin, dahin, dorthin, das finde ich jetzt nicht gut. Ne? So, und das waren verschiedenste Kritikpunkte. Es gibt niemanden, der abschließend beurteilen kann, ob jetzt ich oder die Regierung recht hatte in diesen Einzelfällen. Und die gibt es natürlich auch heute nicht. Wir leben aber in Zeiten, in denen wir eine Regierung haben, die sich anmaßt, die richtigen Experten zu haben, die zusammenarbeitet mit Leuten, die alles wissen, ja? Die glaubt, dass eine KI vielleicht sie beraten kann und dass die dann das Richtige tut. Oder die vielleicht auch glaubt, dass hier in der Gesellschaft, Menschenleben, mit denen man nicht sprechen sollte. Ne? Und ich fühle mich so ein bisschen auf die Art und Weise ausgegrenzt. Jetzt kommen natürlich wieder diejenigen, die sagen, der Bormann, der macht doch alle naselang Videos, die er raushaut. Ja, das habe ich ja bis 2020 gar nicht gemacht. Warum nicht? Weil ich das Gefühl hatte, dass man im engsten Kreis auf jeden Fall immer alles sagen konnte und durfte, was einem gerade so einfiel. Und als das im engsten Kreis, zum Beispiel im Kollegium, in der Schule, nicht mehr möglich war, weil die sich diesen Pseudo-Experten anschlossen, die die Regierung da servierte, da musste ich Videos machen. Ja, also das, was ich hier jetzt gerade tue, ist nichts anderes als Notwehr. Ich präsentiere mich der Welt, weil ansonsten einige wenige bekloppte Medienmacher sich das Recht herausnehmen, mich zu verdammen, in irgendeine Ecke zu stellen als eine Unperson, mit der man nicht redet, die man am besten in den Knast steckt oder in die Psychiatrie, die man für krank erklärt, die man diffamiert, die man diskreditiert, die man demonetarisiert und die auf keinen Fall Recht behalten darf, mit gar nichts. So, also wenn man mich jetzt einfach fragt, was ich denn möchte, ich möchte einfach reden, offen reden, aus dem Herzen. Ja, ich möchte das sagen dürfen, was mir aus der Seele lastet. Ich nehme ganz gern mal das Wort Psychoterror in den Mund, weil das ist es, was ich empfinde hier in dieser Gesellschaft. Ich erlebe eine Regierung, die komplett übergriffig ist, die tatsächlich nicht auf Mehrheiten baut, sondern auf Meinungsmache. Ja, die schickt also ihre Medienleute abends raus in die Straßen. Nee, Quatsch. Abends sitzen die im Fernsehstudio, erzählen da irgendwelche Pseudo-Wahrheiten und am nächsten Tag fragen sie das ab, das Publikum draußen auf den Straßen, ob sie das denn jetzt auch behalten haben, was am Abend vorher gesagt wurde. Also ich möchte jetzt zum Beispiel gar nicht das Fernsehprogramm gucken. Ich möchte mir selbst meine Gedanken machen dürfen. Ich möchte als Lehrer selbstverständlich den kritischen Bürger ausbilden, der sich selbst Gedanken macht. Ich möchte, dass sich alle Menschen selber Gedanken machen und den Schwarm, der einer Leitfigur irgendwie folgt, da, nee, also der ist irgendwie suspekt für mich, ja. Also so, um Klarheit zu bekommen im Kopf, muss ich an Plätze gehen wie diesen, wo es einfach grün ist, wo frische Luft ist, wo man einfach mal nachdenken kann, wo man für sich herumschwurbeln kann. Meinetwegen auch vor einer Kamera, in die man das hinein erzählt. Und was erwarte ich? Was will ich? Das ist das Thema dieses Videos. Da will ich immer wieder drauf zurückkommen. Ich erwarte tatsächlich, dass unsere Gesellschaft sich in eine freie Gesellschaft hineinbewegt, in der die Menschen sich gegenseitig
Häppchen hinwerfen, Gedanken, Brocken, mit denen sie etwas anfangen können, mit denen sie zum Nachdenken angeregt werden, in denen das Fernsehen keine Rolle mehr spielt, also in diesen Gedanken, also wo wir also wegkommen von diesem Mainstream-Denken. Es gibt immer noch den einen oder anderen in meinem Bekanntenkreis, der glaubt tatsächlich, dass wir eine Presse haben und öffentlich-rechtliche Medien, die sich umfassend informieren, die das Beste raussuchen, die das Beste wollen für ihr Publikum. Ich habe da so meine Zweifel, um das mal vorsichtig auszudrücken. Ich halte diesen ganzen Laden für gedanklich extrem eng auf einer Linie. Manchmal gibt es tatsächlich kritische Diskussionen dort, ja. Also es ist nicht so, dass wenn man sich beschwert, dass man da nicht eine entsprechende Antwort bekäme. Ja, also nachts irgendwie auf dem dritten Programm, ab 23 Uhr, da gibt es vielleicht schon mal das eine oder andere kritische Wort. Aber wenn man dann 3 Tage später in der Mediathek danach sucht, dann ist es wieder verschwunden, ja. Oder in der Tageszeitung, da steht es dann auf Seite 27, falls diese Zeitung so viele Blätter hat. Ne, also kurz vor der Rückseite, auf der dann ja auch wieder ganz wichtige tagesaktuelle Dinge stehen. Die Sachen, die ich wichtig finde, finden sich in einem Dreizeiler irgendwo auf einer Seite, wo die meisten Leute gar nicht hinsehen. Und das ist, so unterstelle ich, Nachlässigkeit, Faulheit, Ignoranz, aber auf keinen Fall eine breite Information über das, was die Bevölkerung so denkt, über das, was hier gerade läuft. Ich meine, die Zerstörung Deutschlands, die gerade läuft, die habe ich ja vor 3 Jahren so schon prognostiziert quasi, weil ich sie schon gesehen habe. Ich habe auch viele andere Sachen gesehen, die ich gerne diskutiert gehabt hätte zu diesen Zeiten. Das wurde aber nie ernst genommen. So. Aber nicht, weil ich irgendwie etwas denke, was man nicht denken darf. Ja? Gibt es überhaupt etwas, was man nicht denken darf? Ich weiß es nicht. Also es gibt Dinge, die mag man einfach nicht, weil sie einen emotional zu stark belasten, wie vielleicht ein Horrorfilm am Abend vorm Schlafen gehen oder so. Das muss ja nun wirklich nicht sein. Ich gucke mir die auch tagsüber nicht an. Ja, also das brauche ich nicht für mein Leben. Und so kann eben jeder für sich selbst mal überlegen, wie komme ich zu einfachen, machbaren Strukturen in meinem Leben, die mich voranbringen, die mich nicht davon abhalten, Neues zu denken, die mich kreativ sein lassen, die mich Mensch sein lassen, die, ja, dafür bin ich hier auf der Welt. Das will ich, kreativ sein, ein Mensch sein, denken dürfen, frei denken dürfen. Und ich möchte mir nicht die Dummheiten von dummen Leuten anhören müssen. Müssen, wohlgemerkt. Ich möchte auch nicht, dass mir das jemand aufdrückt als Wahrheit. Und ich möchte auch nicht, dass mir hier Angestellte der Regierung erklären, was Wissenschaft ist. Davon haben diese am wenigsten Ahnung, weil die Regierung arbeitet ja sozusagen in Public-Private Partnerships fleißig mit der Großindustrie zusammen. Scheiße, jetzt habe ich doch so ein Wörtchen benutzt, was ich eigentlich nicht benutzen wollte in diesem Video. Ich wollte einfach nur sagen, dass die Politik und die Großindustrie immer Hand in Hand arbeiten. Und die, die vorher bei BlackRock waren, dann plötzlich in der Opposition sitzen, die dann danach wieder die Regierung stellt. Und wenn sie denn da fertig sind, dann gehen sie wieder zurück in die Industrie und machen sich wieder die Taschen voll. Ja, also diese Art von Politik wollen wir in Zukunft nicht mehr, glaube ich. Die wollten wir eigentlich noch nie. Aber jetzt, nachdem uns so gezeigt wurde, so ganz offensichtlich, dass immer neue Geschäftsmodelle hier durchs Land gejagt werden,
im Auftrag der Großindustrie, umgesetzt von der Politik. Da müssen wir mal was ändern, so ein paar Kleinigkeiten. Ne? Da müssen wir jetzt mal überlegen, welche Interessenverquickungen zu beseitigen sind. Ja? In welchen Organisationen darf so ein Politiker denn überhaupt noch gleichzeitig sein, wenn er uns vertreten möchte? Ja? Darf er in irgendwelchen Geheimbünden sein? Natürlich nicht, okay, ne? Weil dann brauchen wir auch keine Verschwörungstheoretiker, wenn wir das durchgesetzt haben, weil wir wissen ja, diese Politiker sind uns verpflichtet und machen einen guten Job als Angestellte des Volkes. So muss das ja sein, so wäre das ja richtig. Ja, genau so denke ich das. Und diese Meinung möchte ich mir auch nicht verbieten lassen von irgendjemandem, der gerade zufällig oben sitzt und meint, er hat eine andere Meinung. Diese Menschen kann man abwählen. So, jetzt ist es natürlich blöde, wenn wir jetzt nur immer so Ping-Pong spielen, ne? So links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ich habe da keine Zuneigung für irgendeine Seite, weil so Extreme sind immer scheiße aus meiner Sicht. Ich bin mal irgendwie angefangen als Jugendlicher in der FDP, weil ich dachte, das wäre die Mitte. Hat sich dann ja im Nachhinein irgendwie als nicht richtig herausgestellt, weil auch diese Partei nichts anderes macht wie links, rechts, links, rechts, links, rechts das Zünglein an der Waage spielen und letztendlich diesen Blödsinn mitmachen, der uns da vorgesetzt wird, ne? Nämlich Teile und Herrscher bringen das Volk dazu, dass sie sich ständig streiten, dann wird das Regieren einfacher und schon wieder so ein Fremdwort, Teile und Herrscher. Na, das ist nichts anderes wie, je mehr sich die Leute streiten, desto leichter lässt es sich regieren und desto leichter kann man ihnen die Kohle aus der Tasche ziehen und alles wegnehmen. Ja? Und noch so ein Fremdwort, so cui bono, ne? Wer profitiert davon? Das sind natürlich nicht die, die man kennt, sondern diejenigen, die tatsächlich über das große Geld verfügen und die, egal welche Regierung gerade dran ist, sich immer und ständig die Taschen voll machen. Ja? Am besten noch verzinst und was soll man dazu noch sagen? Da hat jeder so seine eigenen Theorien, wo er da weitersuchen möchte. Und ich kann dazu nur raten, da auch weiterzumachen. Ja? Wer profitiert von diesen Verzerrungen, die hier gerade in der Bevölkerung vorliegen? Ja, wer profitiert von Streit in der Bevölkerung? Wie kriegt man den Streit weg, wäre eigentlich die richtige Frage. Aber das ist nicht das Interesse der Regierung. Jedenfalls nicht aus meiner Warte. So, das merke ich gerade, ich koche jetzt so langsam hoch und ich komme jetzt so langsam in die Gänge und ich könnte jetzt hier bestimmt noch 3 Stunden weiter reden. Möchte ich das überhaupt? Was will der Baumann? In Ruhe gelassen werden, in Frieden leben mit anderen Leuten, die nicht meiner Meinung sind. Ja? Ich möchte nicht von diesen Leuten, die nicht meiner Meinung sind, zusammengeschissen werden. Ich möchte nicht von Leuten, die nicht meiner Meinung sind, entlassen werden. Ich möchte nicht von Leuten, die nicht meiner Meinung sind, in irgendeiner Weise bestraft werden. Und ich möchte schon gar nicht, dass man mir Dinge unterstellt, die ich nicht gemacht habe. Ne? So, das funktioniert in keinem System dieser Welt, was irgendwie was auf sich hält. In keinem. Ne? Noch nicht mal in der bösartigsten Diktatur. Weil jedes Scheißsystem, das sage ich jetzt absichtlich mal so, ja? Jedes Scheißsystem hat irgendeine Form von Ordnung, an die man sich hält. So. Und die ist für jeden, der dort lebt, transparent, sichtbar. Also die Leute wissen, woran sie sich da zu halten haben. Was auch dazu führt, zum Beispiel, dass deutsche Urlauber in manchem Ausland sich davor informieren und sich dann an die dortigen Gesetze halten. Ne? Macht ja irgendwie Sinn. Und natürlich kenne ich als jemand, der in Deutschland aufgewachsen ist, die deutschen Gesetze. Und ich habe noch nicht einmal eine Rechtsschutzversicherung. Warum? Weil ich tatsächlich der naiven Meinung war, wer sich so verhält wie ich, der
hat auch nie Streit. Der nimmt sich sein Gegenüber einfach mal vor, redet ein bisschen mit dem und dann einigt man sich irgendwie. Sag mal, okay, du gehst jetzt da lang und ich gehe dort lang und dann haben wir wieder unseren Frieden und unsere Ruhe, die wir so gerne hätten. Ruhe und Frieden, das sind Ziele, aber nicht um jeden Preis. Ne? Also Ruhe und Frieden kriegen wir nicht, indem wir der Regierung gehorchen, sondern Ruhe und Frieden kriegen wir mit viel Liebe im Herzen, mit viel Respekt voreinander, mit viel Reden. Manchmal muss man tatsächlich sehr lange reden. Manche Leute ärgert das, weil die haben nicht so viel Zeit. Aber dann muss man sich auch eingestehen, als jemand, der sich in dieser Situation ärgert, da ist noch Gesprächsbedarf und eigentlich müsste ich jetzt weiter reden. Das ist keine Schwurbelei. Das dient zur Klärung eines Sachverhalts. Ja. Manche Dinge dauern sehr lange. Ja, wenn ich eine Eisenbahnstrecke quer durchs Land irgendwie ziehen möchte, natürlich gibt es da viel Ärger, natürlich gibt es da viel zu verhandeln, natürlich gibt es da viele Gespräche, das geht eben nicht schnell. So, diese Sachen müssen aber auch nicht zack, zack gehen. Warum nicht? Weil gute Sachen einfach Zeit brauchen. Wenn ich irgendetwas zack, zack mache, dann ist es nur die Vorlage für die, die dann danach an der Regierung sind, das wieder genauso zu machen. Und wir kommen dann überhaupt nicht zur Ruhe. Ja? Wir kommen dann überhaupt nicht dazu, mal zu leben. Dann werden wir jedes Jahr aufs Neue einfach nur umgewälzt mit irgendwelchen neuen Bedrohungen, die uns hier gerade überziehen. Am besten so möglichst unsichtbare. Ne? Kampf gegen den Terror oder Kampf gegen das Klima oder Kampf gegen Corona oder Kampf gegen die bösen Russen oder Kampf gegen Aliens. Ja, also inzwischen ist den Jungs da oben ja alles zuzutrauen. Hauptsache, wir haben Angst und Panik und kämpfen gegen irgendwas Sinnloses, völlig Überflüssiges. Schmeißen unser Geld dafür raus und opfern unsere Freiheit für eine totalitäre Kontrolle, damit die Regierung noch mehr von diesem Unsinn machen kann, damit sie uns noch mehr befehlen kann, damit sie uns noch mehr bevormunden kann. Genau das alles möchte ich nicht. Ich möchte einen funktionierenden Rechtsstaat. Das ist tatsächlich ganz wichtig für all das, was ich jetzt bisher gesagt habe. Ich möchte, dass ich geschützt werde vor der Regierung. Ich möchte, dass das Grundgesetz ernst genommen wird. Jetzt lachen gerade viele, die sagen, hat ja gar keinen Geltungsbereich und ist ja sowieso nicht mehr gültig seit. Und das ist nie offiziell verkündet worden. Ja, so. Wenn dem also so ist, dann ist das, was inzwischen mit dem Grundgesetz passiert ist, komplett sittenwidrig und fällt in die Kiste eventuell sogar Hochverrat. Also, liebe Politiker, bringt das in Ordnung, dass wir eine gültige, funktionierende Verfassung haben, die uns Bürger schützt vor einer übergriffigen Politik. Und dann gibt es auch kein Corona mehr. Und dann gibt es auch kein Frieden schaffen mit Waffen mehr, sondern nur noch Frieden schaffen ohne Waffen. Genau. Und dann wird es hoffentlich auch irgendwann wieder Rechtsanwälte und Staatsanwälte geben und Richter, die einen wirklich guten Job machen und die das, was sie irgendwann mal gelernt haben, auch wirklich tun und sich nicht nur aus Bequemlichkeit dazu verleiten lassen, permanent irgendwelche faulen Deals zu veranstalten. Ach, zahlen Sie doch mal 200 Euro und dann haben Sie Ihre Ruhe. Ja, wie? Dabei bleibt es ja nicht. Da kommen noch die Gerichtskosten oben drauf, da kommen noch meine Anwaltskosten drauf. Und wir haben immer noch keine Rechtsklarheit. Wir haben immer noch kein Urteil, was ganz klar sagt, der Mann oder die Frau war unschuldig. Ich habe was vergessen. Die anderen, die dazwischen sind, die können natürlich auch unschuldig sein. Okay. Ja, das ist zum Beispiel auch so eine Aussage, ne? Wie viele Geschlechter gibt es? Wenn Sie da heute die falsche Antwort drauf sagen, dann können Sie als Lehrer wahrscheinlich entlassen werden. Ne? Aber was ist die falsche Antwort?
Wie viele Geschlechter gibt es bei Säugetieren? Immer nur zwei, Männlein, Weiblein. Und alles, was es dann sonst noch so gibt, ist nicht überlebensfähig. Ganz einfach. Es passiert, ja, klar, aber es ist nicht der Standard. Gut. Ja, Gleichberechtigung, logisch. Beanspruche ich aber auch für mich. Genau. Was will denn der Bormann? Gleichberechtigung. Für alte weiße Männer vielleicht? Hohoho. Lachen auch schon wieder einige, ne? Früher war das anders. Da hat man die Alten gefragt, weil die über so viel Lebenserfahrung verfügt haben, weil sie so viel wussten. Tja. Und heute kommt so Grönemeyer und sagt, lass doch die Kinder regieren oder was, ne? Hat er vor ein paar Jahren noch gesungen. Also, nee, das wird nichts. Das ist genau die Politik, die uns hier gerade serviert wird. Es wird hier ein Narrativ rausgeblasen in die Welt und so ist das. Narrativ ist so eine Geschichte einfach, ne? Oh, der böse Klimawandel wird alles dahin raffen. Und dann gucke ich in den Himmel und sehe da lauter Streifen und die sind menschengemacht. Ist das der menschengemachte Klimawandel? Darf ich nicht sagen. Jetzt muss ich aber lachen, oder? Also ich werde doch wohl mal die Frage stellen dürfen, woher denn gerade diese komischen Streifen am Himmel kommen, oder? Ich werde doch wohl mal in meine App reingucken dürfen, ob das jetzt gerade ein Urlaubsflieger war mit ein paar Touris an Bord oder ein Militärflugzeug. Das kann man damit ja alles rauskriegen, ne? Muss man sich bloß mal trauen. Ach, sie trauen sich schon gar nicht mehr, ja? Sie wollen da gar nicht mehr reinschauen. Sie wollen sich keinen Ärger einhandeln. Möchten sie ihre Freiheit aufgeben? Ja, dann verzichten sie erstmal auf die Redefreiheit. Dann kommt der Rest ganz allein. Und zum Schluss wohnen sie dann als Personal in Wohnhaft in Deutschland. Ne? Als Deutscher? Na, vielleicht. Müssen sie sich aber auch erstmal erkämpfen, ne? Ja, so wie dieses Impfung macht frei, hieß das? Nein. Impfen ist der Weg zur Freiheit, hieß das bei Herrn Söder. Ne? Aber ist ja eigentlich das Gleiche, oder? So, das habe ich kritisiert. Zum Beispiel in einem von meinen umstrittenen Videos, dass jemand so redet. So redet man nicht mit mir. So redet man nicht mit mir. Ich bin frei. Ich bin ein freier Mensch. Ich bin ein freier Denker. Ich lebe in der Freiheit und ich möchte auch in der Freiheit bleiben. Ich möchte auch frei reden dürfen. Ich möchte sagen dürfen, was mir gerade in den Kopf kommt. Das möchte ich mir auch nicht nehmen lassen. So. Und wer jetzt sagt, oh, das ist ein böser, radikaler Extremist. Nee. Das nenne ich Menschsein. Das nenne ich bei der Wahrheit bleiben. Ja. Wir haben uns so viele Rechte erarbeitet als Menschheit. Menschenrechte, Völkerrechte, Grundrechte, Verfassungsrechte, irgendwelche Gesetze. Bitte, bitte, bitte. Die sollte uns niemand wegnehmen. Und schon gar nicht auf so eine perfide Tour, wie das gerade passiert, mit der Übertragung von irgendwelchen Rechten an private Organisationen wie die WHO. Das wussten sie nicht, dass die WHO eine private Organisation ist. Naja, was sind diese übernationalen Organisationen denn sonst? Da sollte man mal genauer hingucken, wem die eigentlich gehören, wem die gehorchen und denen auf keinen Fall irgendwelche nationalen Rechte übertragen. Wenn ich das hier sage, bin ich kein Nationalist. Ja? Dass das jetzt richtig verstanden wird. Aber eine Weltgemeinschaft wird nicht regiert von irgendwelchen Leuten, die zufällig über das Geld verfügen, das tun zu können. Jedenfalls sollte es nicht so sein. Ja. Diese Organisationen schmeißen aber geradezu mit Geld um sich und fordern das von ihren sogenannten Mitglieds
Organisationen oder Mitgliedsländern oder wer auch immer da mitspielt. Manchmal ja nur irgendwelche privaten Philanthropen, ne? Jedenfalls nennen die sich so, müssen ja keine sein. Habe da letztens so ein nettes kleines Gespräch über George Soros gehabt mit einem Bekannten. Es gibt tatsächlich noch Leute, die halten den für einen Menschenfreund. Ne? Ja, jetzt lachen auch einige. Ne? Ja, ich lache da auch. Ja. Okay, also das alles, was ich jetzt gesagt habe, das komplette Video hat überhaupt nichts mit rechts und links zu tun. Und rechts ist auch nicht populistisch, genauso wenig wie es links ist. Ja? Das sind alles so Begriffe, mit denen man einfach inflationär um sich schmeißt, um den Leuten die Sachdebatte zu verwehren. Ja, weil in dem Moment, wo links und rechts weg sind, ja, worüber redet man denn dann? Vielleicht über den Bau einer neuen Straße oder einer neuen Schule oder über die soziale Situation von alten Menschen in Deutschland. Das wäre doch durchaus angebracht, ne? Das waren früher durchaus auch linke Positionen. Heute schmeißen die Linken nur noch mit Dreck um sich, sagen kein Wort zu ihrem Versagen in den letzten 3 Jahren und tun immer noch so, als ob sie auf dem rechten Weg sind. Ah, das darf ich auch nicht sagen, dass die auf dem rechten Weg sind. Ne? Vielleicht sind die ja wirklich auf dem rechten Weg. Ne? Und stecken jetzt das Geld der armen Leute in die Taschen der Reichen mit dem, was sie gerade machen. Aber das darf ich ja auch nicht sagen. Ne? Puh, regen sich ja schon wieder eine auf. Ne? Nee, niemand muss sich hier aufregen. Ja, also ich kann nur empfehlen, schönen, entspannenden Spaziergang in der Natur zu machen, sich darauf zu besinnen, was wir in dieser Welt alles schon erreicht haben, unseren Politikern ganz klare Ansagen zu machen, dass es nicht angesagt ist, irgendwelche Rechte, die wir hier heute haben, abzugeben an supranationale Organisationen, oder wie heißen die? Ist ja auch egal. Also, NATO, UNO, IWF, das sind alles Organisationen, die aus meiner Sicht nicht transparent sind, die nicht für uns arbeiten. Aber ist ja nur die Meinung eines kleinen, unbedeutenden, alten, weißen Mannes in Deutschland und der hat ja sowieso nichts zu melden, oder? Doch, natürlich. Genau das ist es, was ich will. Darauf hinweisen, dass ich genauso viele Rechte habe wie jeder andere hier in Deutschland. Nichts. Hatte ich schon mal gesagt. Also, wenn die gleichen Rechte nicht für mich gelten, dann kann das nur damit zusammenhängen, dass hier irgendwas Sittenwidriges und Hochverräterisches im Gange ist. Und das kommt natürlich alles weg. Ja, nein, das ist keine rechte Ansicht. Ist auch keine linke, stimmt auch. Wir müssen das einfach checken. Ich möchte, dass dieser ganze Laden hier, Deutschland, wieder in Ordnung gebracht wird. Dass sich die Menschen hier wohlfühlen im Lande. Dass sie nicht das Gefühl haben, dass sich keiner mehr um sie kümmert. Weil sich die Politik ihre eigenen Themen sucht. Die wichtigsten Themen für Politik sind Infrastruktur, Bildung und Soziales. Und alles andere hat sich dem unterzuordnen. Meine persönliche Meinung. Tja, was ich will, in Ruhe und Frieden leben. Schönen Tag noch.